Das ist der Abdul. Und der Abdul fastet. Das macht er einen ganzen Monat. Das nennt sich Ramadan. Dafür besucht der Abdul die Moschee und betet. Nach dem Ramadan gibt es das sogenannte Zuckerfest. In der islamischen Tradition heißt es Eid ul-Fitr. Viele Muslime suchen an diesen Tagen ihre Familien und Freunde auf und beschenken einander mit Süßigkeiten. Längst hat dieses Fest einen deutsch-islamischen Charakter und Geschmack angenommen. Ein Zuckerfest in Deutschland unterscheidet sich also fast überhaupt nicht mehr von einem Zuckerfest in der Türkei. Tradition ist auch das gegenseitige Grüßen von Kirchen und islamischen Verbänden zu den Feiertagen geworden. Denn gemeinsames Feiern hilft gegen Vorurteile.